Wir sind die Bösen, wir tun sowas. So lautet ein Zitat aus dem neuen Film von David Ayer, Suicide Squad. Wir haben uns schon den Film zu Gemüte geführt und erzählen euch, ob es der Gang ins Kino lohnt. Lange ist es her, dass ein Film eine solch langfristige und ausgedehnte Marketingkampagne auffuhr, der zugleich im Vorfeld so kontrovers diskutiert wurde wie Suicide Squad. Hinzu kommt noch eine weitere Trilogie aus dem DC-Universum, die das ganze Superhelden-Genre revolutionierte und scheinbar unerreichbare Maßstäbe für alle folgenden Filme setzen sollte. Ich denke, jeder weiß, dass es sich dabei um die Dark Knight-Trilogie handelt. Dementsprechend lassen die Erwartungen hoch bei einem Gang ins Kino und man ist praktisch auf alles gefasst, wenngleich jeder weiß, dass kein zweiter Dark Knight erschaffen werden kann. Diese kurz gehaltene Einleitung steht dabei plakativ für sämtliche Anhänger voller Euphorie und Kritiker im Vorfeld, ohne sich den Film überhaupt mal angesehen zu haben. Somit nun zum eigentlichen Film von David Ayer. Dieser hatte nämlich schon das Set dabei Fury und End of the Watch in der Hand. Es beginnt mit einer kurzen Charaktereinführung des Anti-Helden-Teams und schnell findet sich auch ein passender Endgegner. Das eingangs erwähnte Zitat erklärt dabei ganz gut, warum es sich um einen Endgegner und nicht um einen Bösewicht handelt. Denn bei unserem Protagonisten handelt es sich schließlich um die Bösen. Im Laufe des Films erfahren wir dann natürlich noch etwas mehr über die einzelnen Schicksale unserer Anti-Helden und dies ist auch in allen Facetten vorerst grundsolide und interessant. Dabei stechen zwei Charaktere besonders hervor, zum einen die vom Joker angebetete Harley Quinn und Deadshot, gespielt durch Margot Robbie und Will Smith. Während die eine mit einer perfekten Situationskomik, gespickt von verrückten Sprüchen glänzt, steht der andere dem nichts nach, durch eine souveräne Rolle als Leader, der Neil sein Ziel verfehlt. Aber auch die anderen Charaktere müssen sich dahinter nicht verstecken und haben allesamt ihre Daseinsberechtigung. Und dies macht das Herzstück des Films aus. Da die Konstellation und Entwicklungssystem einfach sehr unterhaltsam ist und schauspielerisch auf dem höchsten Niveau. Dabei hervorzuheben ist natürlich die Rolle des Jokers durch einen sehr starken Jared Leto, was aber auch direkt zum Kritikpunkt des Films überleitet. Geht man die Besetzungsliste des Films durch, findet man Oscar-Gewinner, Inhaber eines Platzes auf der Liste der erfolgreichsten Schauspieler und so weiter und so fort. Diesen wird natürlich ein entsprechend wichtiger Charakter zugewiesen und dies natürlich in 123 Minuten zu verpacken. Dabei haben viele Charaktere allein in der Theorie schon einen berechtigten Anspruch auf einen alleinigen Film und dies ist relativ viel für diese Spielzeit. Bei vielen Geschichten kann dabei nicht ausreichend tief gegangen werden, beziehungsweise man will wirklich mehr sehen von vielen verschiedenen Charakteren. Somit kommen die Story und die Aufmerksamkeit auf den Bösewicht etwas unter die Räder durch das Interesse an dem wirklichen Suicide Squad. Wenn man die letzten beiden genannten Punkte weiter ausgeführt hätte, so würde man mit Leichtigkeit die Laufzeit eines Batman vs. Superman Ultimate Cut in den Schatten stellen. Zusammengefasst ist Suicide Squad ein Film, der auf jeden Fall sehr viel richtig macht und Fans des Genres eine sehr gute Unterhaltung bietet. Allen voraus stehen dabei Harley Quinn und Deadshot, wobei der Joker auch eine sehr gute Rolle spielt. Sehr, sehr wehtun. Letzten Endes wünscht man sich für alle mehr Screentime, um den Tiefgang der Charaktere gerecht zu werden und einen entsprechenden Kontrahenten zu errichten. Insgesamt stehen auf der Seite der Pros die überragende schauspielerische Leistung von Harley Quinn und Deadshot und generell des Ensembles. Es macht insgesamt einfach definitiv Lust auf mehr. Dem entgegen stehen auf der Kontraseite etwas wenig Screentime für einige Aspekte des Films und Charaktere. Story und Bösewicht erfinden das Rad auch gerade nicht neu. Insgesamt lohnt sich der Film schon, deswegen geben wir 7 von 10 Fanraketen.